Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und der heutige Tipp, den ich mitteilen möchte oder geben möchte in diesem Podcast, der ist ganz einfach Wasser trinken. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, was hat denn jetzt so Wasser trinken mit meinen Themen Internetmarketing oder Erfolgtipps so zu tun? Und da kann ich nur sagen, ich trinke seit circa 1,5 Jahren mittlerweile oder naja, vielleicht noch nicht ganz, seit ziemlich genau einem Jahr trinke ich keinen Tag unter 3 Liter Leitungswasser. Also jeden Tag trinke ich 3 Liter Leitungswasser. Ich beginne schon ganz in der Früh nach dem Aufstehen. Da ist das allererste, bevor ich irgendetwas anderes mache, dass ich wirklich 2,5 Liter Gläser reines Leitungswasser in mich reinschütte. Dann, ja, dann werde ich esse ich mal eine Banane dazwischen und dann trinke ich gleich wieder 1,5 Liter Wasser. Also bevor ich das Haus überhaupt verlasse, habe ich schon 1,5 Liter Wasser getrunken und ich kann dir nur sagen, das ist eines der Dinge, die mein Leben so zum Positiven und zum Wunderschönen verändert haben. Das kommt schon fast so in die Richtung, wie ich damals das Rauchen aufgehört habe. Also das ist auch etwas, was wirklich mein Leben total zum Positiven verändert hat. Aber das Wasser trinken, das war auch der Wahnsinn. Ich würde das nie mehr aufhören. Ich habe dadurch einiges an Gewicht verloren. Man kommt gleich viel besser, man hat gleich einen viel besseren Start in den Tag. Das ist so, als würde man sich wirklich Energie morgens in den Rachen leeren. Das ist absolut unglaublich, was das alles bewirkt hat. Ich werde übrigens auch irgendwann jetzt mal in der nächsten Zeit ein Video machen mit einigen Fakten über das Wasser. Die meisten glauben gar nicht oder können sich gar nicht vorstellen, wie viele positive Eigenschaften dieses reine Wasser hat. Und das ist ja ein Tipp, den kann, sage ich mal, bei uns beinahe jeder anwenden. Das rennt von der Leitung und kostet eigentlich kein Geld. Man muss dazu nichts kaufen. Man muss sich nur ein bisschen zwingen dazu, sage ich jetzt mal, weil es schmeckt natürlich jetzt nicht ganz gut am Anfang. Aber wenn man sich da zwängt, ich meine, woanders müssen die ziemlich weit zu Fuß gehen, wenn ich jetzt mal an Afrika denke, teilweise, um überhaupt Wasser zu bekommen. Bei uns kommt es von der Leitung. Also, das ist wirklich ein Tipp. Ich habe Gewicht verloren, ich bin beim Laufen besser, ich bin viel weniger krank. Es gibt sogar, ich habe ja auch jetzt zwei Bücher zum Thema Wasser gelesen. Die gibt es tatsächlich, das wusste ich auch nicht und das war höchst interessant. Es gibt da sogar einen Arzt, der behandelt Leute nur in seiner Ordination. Wenn die jetzt zu ihm in die Ordination kommen, wegen irgendwelchen Wehwehchen, dann müssen die mal zuerst 2 Liter reines Wasser in seiner Ordination, also im Warteraum trinken. Dann lässt er sie eine Zeit lang dort warten. Und wenn dann, ich glaube jetzt, wenn dann nach einer Stunde die Beschwerden nicht weg sind, dann behandelt er die erst. Und es gibt wirklich unzählige, die dann nicht mehr in die Ordination müssen, weil rein durch dieses Wasser trinken die Beschwerden und die kleinen Wehwehchen weg sind, weil wir Menschen einfach so dehydriert sind. Wir trinken viel zu wenig. Und das ist der Tipp, wie gesagt, ich möchte auch ein umfassenderes Video mit den wichtigsten 5 Fakten über Wasser jetzt dann mal machen in nächster Zeit. Und ich kann dir nur sagen, zwing dich dazu, es ist es auf jeden Fall wert. Du wirst eine ganz, ganz wunderbare Veränderung feststellen können in deinem Leben, wenn du ja häufig Wasser trinkst. Ich rate dir gleich mal morgens mindestens 1 Liter trinken, dann auch um die Mittagszeit und vielleicht nochmal am frühen Nachmittag auch nochmal 1 Liter. Also die 3 Liter, die empfehle ich dir, zwing dich dazu. Du wirst aus den Staunen nicht mehr rauskommen, wie toll sich da alles in deinem Leben gesundheitlich und auch von der Energie, von der Motivation und so verändern kann. Wirklich ein Wundermittel, das reine Wasser. Das war's zum heutigen Tipp. Versuch's einfach. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Gefällt mir hinterlässt, wenn es denn hilfreich für dich war und Kommentare natürlich, über die freue ich mich auch und abonniere meinen Kanal. Du findest hier irgendwo im Video eine Möglichkeit, wo du das nur mit einem einzigen Klick machen kannst. Gut, das war's jetzt zu diesem Podcast. Wir hören uns dann im nächsten. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos habe ich noch ein tolles Geschenk für dich, nämlich meinen Videokurs der 5-Minuten-Experte. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du im Internet zu beinahe jedem Thema als Experte wahrgenommen wirst, wie dein Bekanntheitsgrad dadurch massiv steigt und wie du damit auch gutes Geld verdienen kannst. Und es geht einfacher, als was du denkst.
Alles, was du jetzt tun musst, um diesen Kurs zu bekommen, ist, klick auf den Link unter diesem Video und fordere dir diesen Kurs kostenlos an. Also jetzt auf den Link klicken.